gezeigt. Von einem miteinander. Das ist. Bitte, es stört der Park. Diese Bühne, die da hinter mir aufgebaut wird, ist fürs Aufsteirern. Leider nicht für eine Castingshow à la Österreich sucht den Superteamchef. Aber wer wäre es eigentlich? Wer wäre der ideale Nachfolger für Didi Constantini? Wir sind alle gute Teamchefs, ne? Aber Österreich zu trainieren ist nicht einfach. Haben Sie einen guten Vorschlag, einen guten Tipp für einen Teamchef? Ich kenne eigentlich keinen besseren, als den Didi Constantini gegeben hat, weil der sich bemüht hat, wenigstens die Jugend wieder heranzuführen an den österreichischen Fußball. Keine Ahnung. Ich persönlich habe damit gar nichts am Hut. Ich schaue kein Fußball oder Eishockey. Ich habe TV generell für mich abgeschaffen. Ja gut, da wäre der Foda, aber da wäre schade für Graz. Keine Ahnung. Also der Franco Foda, weil er auch Sturm hat er zum Meistertitel geführt, was auch keine leichte Aufgabe war. Also sollte auch das österreichische Nationalteam auf Vordermann bringen. Foda ist für Sturm ein Traum und für Österreich wäre vielleicht ein anderer gar nicht abwegig. Aber wenn es richtig von der Bundesliga entschieden wird, dann würde ich sagen, okay, Foda. Ja, keine Ahnung, das sind lauter Deppen, die am Ball hinterherlaufen. Das ist irgendwie nicht so interessant zum Zuschauen, noch zum Spielen, noch sonstig. Also ich verstehe nicht, warum alle Fußball spielen wollen und sich das anschauen. Das ist so wie Skifahren, auch so unsinnig. Mitschauen und im Stadion sein und Bier trinken und feiern und ja, das ist das Einzige, was ich mag. Keine Ahnung, Andreas Herzog. Warum Herzog? Wie die am meisten verstehen, von der Mannschaft nicht mehr an. Wer soll es werden? Herzog sagen. Das haben wir jetzt schon gehört, wir wollen einen Namen. Also Foda wäre ein guter Nachfolger, aber wir Sturmfans wollen ihn nicht hergeben. Also ich zumindest nicht. Mit wem rechnen Sie? Ja, leider mit dem Foda. Wäre schade für Sturm. Ja, auf jeden Fall. Aber es wäre besser für das österreichische Nationalteam, dass sie ja nicht gut sind. Aber er sollte trotzdem bei Sturm bleiben. Die haben noch mehrere Meistertitel verdient. Wen willst du hergeben? Von mir aus könnte der Toni Polster es probieren. Ist er nicht eh von sich überzeugt, dass er ein guter wäre? Hat er sich nicht irgendwie selber ins Spiel gebracht? Naja, ich würde einen wilden Hund nehmen, so also den Polster zum Beispiel. Oder ich meine, es ist nur ein Beispiel, bitte. Ich glaube, dass es überhaupt schwierig wäre oder sein wird, das österreichische Team je europafit, geschweige denn weltweit fit zu machen. Leider. Aber es sind ein guter Skifahrer, oder? Mhm.